Grundsätzlich dient die Pause der Erholung der Schüler und es gilt natürlich auch für die 5-Minuten-Pause, weil die Schüler natürlich auch den Zeitraum dafür brauchen, um sich auf die nächste Stunde vorzubereiten oder den anderen Klassenraum zu erreichen. Und deshalb sollte die Stunde zwar mit dem Gong enden, muss sie aber nicht. Richtig ist, dass der Lehrer den Unterricht beendet und auch mal überziehen kann, wenn er beispielsweise im Matheunterricht noch mal eine Aufgabe zu Ende machen möchte oder noch schnell die Hausaufgaben aufgehen möchte, dann kann der Lehrer das machen. Er darf das allerdings nicht schikanös machen und ständig überziehen oder ständig in die Pause rein unterrichten, dann muss er seinen Unterricht einfach anders strukturieren.